Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance hier im Mittelalter, wo auch sonst. Und heute werden wir, ich muss mal kurz auf die Quest gucken, ich bin gerade aufgewacht, ich habe keine Ahnung, was ich tue. teile Hermann mit, was du herausgefunden hast. Wir teilen heute dem Henker mit, was wir herausgefunden haben. Okay. Was ist denn los? Was ist los? Seit wann? So lautet mein Befehl. Dein Befehl ist es, mich zu untersuchen, oder was? Oh Gott, ich kann gar nichts machen. Doch, doch, ich kann belästige mich nicht damit machen. Belästige mich nicht, Herr Gott. Es stehen Leben auf dem Spiel. Also wenn das so ist, dann geh weiter. Also wenn das so ist, das hört sich nicht wirklich überzeugend an. Das hört sich so jetzt an, als würde er jetzt hinter mir herlaufen und mich beschatten. Aber gut. Erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Was? Moment. Das muss ich googeln. Meine Gattin klöppelt. Ist das ein Name? Okay, was ist klöppeln? Klöppeln. Klöppeln. Spitzen herstellen durch Kreuzen. Was zum Teufel? Das ist Nähen! Oh Gott. Ich dachte, das wäre was Cooles. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie ein Assassine oder so. Keine Ahnung. Verklöppelt andere Leute. Okay. Wieder etwas im Leben dazugelernt. Es ist Stricken. Alles ist gut. Oh, Reiten hat sich... Ich stehe auf meinem Pferd. Reiten hat sich verbessert. So, Spieler, Reiten... Was haben wir denn da? Pferdeflüsterer. Dein Pferd wird dich außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Hey, das ist ganz gut, so wie gerade eben. Dein Pferd scheut nicht, wenn Feinde in der Nähe sind. Dein Pferd scheut allgemein etwas weniger bei Unwettern. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Ja, gut. Was ist das hier? Dein Pferd ist schneller, verliert jedoch einen Teil seiner Tragkraft. Ja, nö, das brauchen wir nicht. Ja, die ganzen coolen Sachen sind schon vergeben, also. So, Ferdinand, gehen wir weiter. Hilfe, ich steck fest. So, hallo, mein Freund. Ich habe ein bisschen was herausgefunden über die drei Taugenichtse. Scheiße, ich hätte eigentlich am selben Tag weiter aufnehmen sollen. Ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben. Ich weiß es noch so in etwa. Vielleicht reicht das ja. Ich brauche deinen Rat. Ich brauche deinen Rat. Weißt du, was sie getan haben? Hast du in den schwarzen Chroniken gelesen? Ja. Sag mir, was du weißt, und ich versuche, etwas daraus zu machen. Aber bedenke, dass ich mir nur etwas einfallen lassen kann, wenn du alle Informationen aus den schwarzen Chroniken beschaffst. Jeder Henker hat seine eigene Vorgehensweise. Und dieser Bastard könnte etwas anderes vorhaben. Aber das heißt doch, dass ich sein schwarzes Buch ausgraben soll und nicht unser. Egal, Peter von Dauber. Peter von Dauber hat viele Menschen auf dem Gewissen, ist aber ein Adliger. Was war das? Ich weiß das nicht mehr. Er wird gehängt, er wird geköpft, er wird ertränkt. Ich glaube, er wird gehängt. Ihm blüht der Galgen. Sie hängen wirklich einen Adligen? Das klingt unwahrscheinlich. Uno Momento. So. Tod durch das Schwert.
Wird gefoltert, lebendig begraben, ertränkt, geköpft. Hier ist nichts beschwert. Willst du mich verarschen? Er bekommt 30 Hiebe. Er wird geköpft. Sein Kopf wird wohl rollen. Das ergibt Sinn. Seine Verbrechen wiegen schwer, aber er ist ein Adliger. Also erwartet ihn kein unehrenhafter Tod. So, George Weiss. Georg Weiss ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Das ergibt gar keinen Sinn. Ihre Augen herausgebrannt und ihre Körper vom Richtrad zermalmt. Ach, Richtrad, das sind Pferde. Ja. Er wird von Pferden gevierteilt. Eine harte Strafe, aber gerecht für seine Vergehen. So, und Frostherald. Frostherald ist der Schlimmste. Ein Scherge des Teufels. Seine Taten stellen die eines Dämons in den Schatten. Er bekommt 30 Hiebe. Er wird lebendig begraben. Er wird lebendig begraben. Ist er in Wahrheit eine Frau? Nein. Dann wird er nicht lebendig begraben. Oh. Okay. Frostherald ist der Was hatten wir denn noch? Ja, gehängt hatten wir. Hatten wir gehängt? Wird gefoltert? Gehängt, ertränkt? Ihn wartet der Scheiterhaufen? Ein Scherge des Teufels, ja, Scheiterhaufen. Er landet auf dem Scheiterhaufen. Nach dem zu urteilen, was du erzählt hast, ergibt das Sinn. Also, haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben alle Möglichkeiten bedacht. Mehr können wir nicht tun. Okay, wie sieht der Plan aus? Also, wie sieht der Plan aus? Köpfen, Scheiterhaufen, mit Pferden vierteilen. Mit Pferden, ja. Nichts ist schlimmer, als dafür lahme oder kranke Gäule zu haben. Egal, wie sehr der Henker sich anstrengt, solche Tiere haben nicht die Kraft, einen Menschen zu zerreißen. Er wird bloß ordentlich gestreckt, mehr nicht. Und was soll ich tun? Er merkt, wenn ich die Pferde vertausche. Gute Frage. Ein erfahrener, reicher Henker wie er wird starke und gesunde Tiere haben. Ich schwäche sie mit Gift, das sollte genügen. Ich schwäche sie mit Gift. Ich könnte sie vergiften. Vergiften? Das könntest du? Würde sie das nicht umbringen? Ich mische nur eine kleine Menge in ihr Futter. Genug, um sie zu schwächen. Nun, wenn dir das gelänge, könnte es klappen. Die Pferde werden in seinem Lager sein. Okay. Das sollte genügen. Das sollte genügen. Scheiterhaufen. Es kommt selten vor. Aber ist der Henker unerfahren und das Feuer nicht fachgerecht vorbereitet, könnte er Probleme haben, es zu entfachen. Niemand starrt gern stundenlang auf einen Haufen Holz. Aber wie sorge ich dafür, dass das Holz nicht gut brennt? Das könnte schwierig werden, auch wenn ich es ungern zugebe. Dieser Henker ist kein Anfänger. Er wird das Holz zuerst mit Öl übergießen. Das Öl vertauschen, das Holz vertauschen, das Öl vertauschen. Was, wenn ich das Öl vertausche oder es mit Wasser vermenge? Das könnte klappen. Aber pass auf, dass dich niemand sieht. Womöglich bewahrt er das Ölfass in seinem Lager auf. Okay, das sollte genügen. Das sollte genügen. Und köpfen. Eines Henkers größter Stolz ist es, jemanden mit nur einem Schlag köpfen zu können. Das ist eine Kunst, die viel Übung erfordert. Aber wenn die Klinge stumpf ist... Ich verstehe, aber wie komme ich an das Schwert? Das wird schwierig. Das Schwert ist eines der wertvollsten Werkzeuge des Henkers. Wie wäre es mit Vertauschen? Vertauschen? Könnte man es nicht gegen ein anderes austauschen? Das würde er bemerken. Ist schließlich kein gewöhnliches Schwert. Es ist schwerer, die Spitze ist stumpf und die Balance ist anders. Ich könnte deines nehmen und... Das würde ihm auch auffallen. Ein Henker kennt sein Schwert in- und auswendig. Er würde es merken, sobald er es in die Hand nimmt. Also stehlen. Also muss ich es stehlen, stumpf machen und zurücklegen, bevor einer etwas merkt. Ja, das ist wohl der einzige Weg. Das wird interessant. Okay, not too bad, aber... Ich muss mal ganz kurz mein OBS und mein Timer aufmachen, sonst weiß ich nicht, wie lange wir hier Könnte man es nicht gegen ein anderes austauschen? Was? Nein. Wie mache ich das Schwert stumpf? Und wie mache ich es stumpf? Soll ich auf eine Mauer einschlagen? Ich dachte, dein Vater wäre Schmied. Es reicht, den Grat zu verhunzen. Das macht auch weniger Lärm. Okay, das sollte genügen. Das sollte genügen. Also muss ich schmieden. Okay, ja, da haben wir alles, ne? Danke.
Okay, so, dann wird es los. Sabotiere die Hinrichtung des Kuttenberger Henkers. Der ist ja schon hier, das heißt, sein Schwert ist. Es muss ja alles schon hier sein, ne? Es muss ja alles schon hier sein. Sabotiere die Hinrichtung des Kutten. Okay. Ja, dann reiten wir mal hier hin, ne? So. Tut mir leid, Liebes, du stehst im Weg. Hey? Ist er hier im Haus oder ist er irgendwo mitten in der Pampa? Okay, Lager entdeckt. Oh, du bist in einem privaten Bereich. Okay. So, Schleichmodus aktiviert. Wir warten bis zur Nacht. Also ist die Erfolgschance ein bisschen größer, wenn die schlafen. Okay. Wir müssen das Öl organisieren. Wir müssen die Pferde vergiften. Was war das denn? Was war das gerade? Was war das gerade? Hä? Ich hatte irgendwie eine Option. Ach, sabotieren hier. So, deine Muskeln erschlaffen oder wer dies trinkt, wird alsbald die Augen schließen. Ich glaube, Puppenmachertrank ist ganz gut. Und du kannst dich nur mit größter Mühe bewegen, okay. Die werden ein Weilchen gar nichts mehr ziehen. Höchstens ein langes Gesicht. Der Scherz war gut. So, okay. Wollen wir mal hier knacken, ne? Hier, wie. Ich weiß nicht, wo das Schwert sein soll. Dieser Bug ist so nervig. Henkerschwerter. Ja, easy. Das ist leichter als gedacht. Nehme ich mit. Ich würde Und es am jetzt liebsten. stumpf machen. Ja, ich würde es am liebsten behalten, hey. Nein, ich brauche nichts mehr klauen, Freunde. Ich brauche nichts mehr klauen. Ich gucke mir stattdessen an. Geräusche null. Oh, ich würde aussehen wie mein Vater mit dem braunen Filzhut. Ich möchte gerne einen Hut tragen. So, ich möchte so gerne einen Hut tragen, weißt du? Aber es geht einfach nicht. Hier, schwarze Guggel. Die kann ich tragen. So, fehlt nur noch das Holz, ne? Ist das das Holz? Nee, ich wollte das Öl. Das Öl brauche ich, ne? Da Öl. Wo ist denn da Öl? Oh, klar, setze ich mich erstmal hin. Ach, hier ist ja niemand. Er schläft in einem offenen Zelt mitten im Nirgendwo. Wie blöd ist er denn? Ich könnte ihn eigentlich einfach eiskalt umbringen. Das würde alles erleichtern. Er würde nicht aufkreuzen. So. Dahin. So. Ist das Öl hier drinne? Billiger Kapuzenschal. Ich würde gerne auch so einen Ring tragen. Würde mich gerne wie so ein Adliger fühlen. Was ist denn sein dämliches Öl? Oh. Guttenberger Henker. Wer schläft denn da? Henkersgehilfe, ah. Den könnte ich töten. Oh, ich will so gerne irgendwas töten.
Nee, auch hier ist das Öl nicht versteckt. Wo hat er das Öl versteckt? Nee, vielleicht sollte ich mich erstmal um das Schwert kümmern. Ich könnte ihm auch sagen, was hier abgeht. Ah. Na bitte. Mit dieser Brühe wird er gar nichts anzünden. Sehr schön. Ich frage mich, ob er merkt, dass die Kohle fehlt. Oh, Alchemie verbessert. Nice. Oh. Das ist richtig gut. So, jetzt kurz zum Schmieden. Fällt auch überhaupt gar nicht auf, dass irgendjemand die Schmiede mitten in der Nacht benutzt. Oh, oh. Ich bin ein unauffälliger Bürger mit einer Fackel. Guck's dir an. So, ich frage mich eigentlich, warum ich in dieser einen Stadt so gejagt werde. Warum die mich in den Knast stecken wollen. Die wissen doch gar nicht, dass ich die Leute umgebracht habe. Die wissen Scheiß, ich habe alle Zeugen getötet. Fällt mir gerade auf. Ich habe nämlich gerade überlegt, einfach hier die Wachen zu töten. Dachte, nee, ist vielleicht nicht so cool, wenn ich da überall gesucht werde. So, mal gucken, ob man überhaupt verkacken kann beim Schleifen. Das ist hier blutig. Und verpixelt. Treten. Schleifen. Ich glaube, so kann man verkacken. So, also wenn man so meine Ausrüstung anguckt, sehe ich aus wie so ein Schmied. So, das muss doch reichen, oder? Schwert des Heroes, ja, Waffen. Henkerschwert. 100? Wieso ist mein Schwert so kaputt? Ich hab's doch gar nicht benutzt. Komm. Schleifen wir mal kurz mein Schwert. Alter, wie das aussieht. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie es aussehen sollte. Ja, guckt's euch an. Sieht fast aus wie neu. Wie neu. Mann, bin ich gut. Reparieren. Oh, Dankeschön. Auf 99 habe ich es geschafft. Okay, Henkerschwert. Ich habe keine Ahnung, wie verunzt man so ein Schwert. Ah, es ist gar nicht mal so schlecht. Ja, mach's kaputt, Zero. Los. Ausdauer. Aber ich meine, man sieht das doch, dass das Schwert nicht so wirklich gut ist. So, reicht das schon? Ich weiß ja nicht, ob das reicht. Henkerschwert, 17. Also, jetzt muss ich es schnell zurücklegen. Ah, doch, geht. Okidokli, dann zurück. Oh Gott, ich habe mich verlaufen. Okay, Pferd. Hör auf, in Häuser einzudringen. Ich glaube, hier muss ich lang, ne? Ja. Ich würde es ja lustig finden, dass wenn ich da... Hallo, Pferd. Wenn ich da einsteige, und ich habe ja schon lange nicht mehr irgendwie gebadet oder so,
dass die plötzlich aufwachen und sich fragen, was stinkt hier bloß? Das wäre lustig. Das wäre auch ein bisschen realistisch. Aber ich glaube, wenn du stehst, nimmst du Gerüche nicht so wahr. Aber es wäre trotzdem lustig. So, da wären wir also, ne? Erstmal lege ich natürlich meine Fackel beiseite. Schleichmodus aktiviert. Und dann gucken wir mal. Ich würde mich am liebsten rollen wie in Skyrim oder so. Scheiße. Wieso bist du wach? Kacke. Oh, Kacke. Hätte auch so einen Schlaftrunk ins Essen mischen sollen, ey. Wer ahnt denn sowas? Jetzt setzt er sich dahin. Noch ein Henkersgehilfe. Der war hier drin, ne? Der war hier drin. Könnte er nicht einmal ein Huhn köpfen. So, verziehen wir uns hier mal. Ja, ich hab's geschafft. Hui. Ja, berichte Hermann von deinem Erfolg. Das werden wir machen, nachdem wir erstmal bis zum Morgen gewartet haben. Weil der Hermann schläft natürlich. So, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Hermann wieder. So, Hermann, alles erledigt. Wegen der Hinrichtungen. Ist alles erledigt? Können die Hinrichtungen jetzt stattfinden? Ja. Ja. Nun müssen wir nur noch die Vorstellung genießen. Sieh dir die Hinrichtung ein. Okay. Komm, das machen wir heute noch. Ich ist gar nicht mehr so weit weg, oder? Genau, auf seinem Galgenberg wird es stattfinden. Nur doof, dass hier keiner ist. Wir müssen natürlich vorne stehen. Hier stehen, glaube ich, immer die Zuschauer. Sieht auf jeden Fall so aus. Oder die Pferde. So, was sagt denn meine Quest? Wann soll ich denn hier sein? Sieht ihr, okay, ja, aber wann? Die Hinrichtungen finden morgen Nachmittag um 2 Uhr statt. Ich sollte sie nicht verpassen. Warte, 14 Uhr, ne? Gucken wir erstmal heute. Wer weiß, was morgen ist. Okay, noch niemand da. Warten wahrscheinlich auf schöneres Wetter. Schöneres Wetter. Wie soll da irgendwas brennen bei dem Regen? Hey, Millen. Glück und Gesundheit. Lass uns kämpfen. Kämpfen wir! Ich hoffe, du hast diesmal Silber. Jetzt nicht, komm. Ich kann jetzt. Lebe wohl. Wir landen sonst wieder da unten. Das ist doof. Aber Millen, merke ich mir. Lebe wohl. Es ist gut, dass hier alle verteilt sind. Hier sind. Dann kann ich mal mit allen reden. Guten Tag. Du siehst auch aus wie ein Kämpfer, ne? Nein. Möge Gott über dich wachen. Bürger. Bäcker. Gott sei mit dir. Hi. Mach's gut. Dir geht's anscheinend nicht so gut. Händlerin, was bist du denn für eine Händlerin? Nie gesehen. Du siehst sehr glücklich aus. Freunde, so sieht ein glückliches Gesicht aus. Was zur Hölle machst du da?
Ich zeige den Leuten ein glückliches Gesicht. Pass etwas besser auf. Du willst der Schneider sein? Guck mir deine Klamotten an, ey. Alles zerfetzt. So, was ist denn los hier? Ey. Warte, Herr Fahrer. Ja, wir warten auf den Henker. Bitte ich dich, hab Gnade und lass mich aufsteigen in dein Himmelreich. Oh je, ich sehe einen Strick. Ah, er wird geköpft. Ah, oh, mit dem stumpfen Schwert. Was zum Teufel? No. Oh, bitte nicht der Strick, bitte nicht der Strick. Oh. Puh. Wie die Leute sich erfreuen am Leid, ey, ist ja pervers. Was machen die da? Oh oh. Er wurde nicht gevierteilt. Oh shit. Oh nein, und der wird gehängt. Oh Kacke. Oh, ich habe nur einen geschafft. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach Scheiße. Hol dir eine Belohnung ab, der wird mich anschreien, ey. Bist. Einfach bist. Was für eine Schmach. Hast du es gesehen? Schade allerdings, dass nicht alles schief ging. Ein völliger Reinfall wäre noch besser gewesen. Aber gute Arbeit, Heinrich. Hier wird er sich so schnell nicht mehr blicken lassen. Und du hast dir eine Belohnung verdient. Ach ja, genau, gut. Der Beinbruch in Sasau. Ich brauche Hilfe mit einem Verletzten aus Sasau. Oh ja? Was fehlt ihm denn? Gebrochene Knochen sind dir ja nicht fremd. Wenn du Knochen brechen willst, dann wende dich an jemand anderen. Ich bin Henker, kein Schläger. Nein, nein, das ist es nicht. Im Gegenteil. Da ist ein Kerl in Sasau mit einem schlimmen Beinbruch. Sie wollten es richten, aber jetzt ist er ohne Bewusstsein und wird immer schwächer. Hm. Und die Mönche rühren ihn nicht an? Ah, so ist es. Sie sagen, das läge in Gottes Händen. Aber das heißt ja nicht, dass man ihm nicht helfen kann. Wo ist das Bein gebrochen? Über dem Knöchel. Gut, spitz die Ohren. Sie werden mich nicht zu ihm lassen. Aber das ist keine Hexerei. Es gibt dort zwei Knochen. Wahrscheinlich sind beide gebrochen. Und einer davon ist vielleicht nicht an seinem Platz. Du kannst sie ertasten. Wenn der Mann an Gewicht verloren hat, ist es umso leichter. Du musst die Bruchstelle finden und beide Teile zusammenführen. Das wird allerdings höllisch wehtun. Er wird brüllen wie ein verletzter Eber und wild um sich schlagen. Du wirst kräftige Männer brauchen, um ihn zu halten, damit er sich nicht noch mehr verletzt. Scheu dich nicht davor, ordentlich zuzupacken. Und lass dich von dem Geschrei nicht einschüchtern. Puh. Verstanden. Hoffentlich kriege ich das hin. Bestimmt. Viel Glück, Heinrich. Ach, ich mag ihn. Es tut mir fast schon leid, dass ich ihn bewusstlos gemacht habe, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Naja. Ich bin sehr froh, dass ich ihn nicht umgebracht habe am Anfang.
Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir waschen uns nochmal ganz kurz. Ich meine, es regnet eh. Aber egal. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann werden wir ein Bein richten. Haut rein, euer Serum. Tschüss.